Es ist geschafft. Die Lukas-Kranach-Straße in der Südvorstadt wurde freigegeben. Nach 8-monatiger Bauzeit ist die wichtige Verbindungsstraße im Wohngebiet wieder befahrbar. Gestemmt wurde das Bauvorhaben auf Initiative der Vereinigten Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Pirna Süd. Ja, ursprünglich sollte 2003 mit dem grundhaften Ausbau der Straße begonnen werden, aber das hing immer an der Mittelbereitstellung der Stadt, der Stadtwerke zusammen. Und nun letztendlich ist es in diesem Jahr begonnen worden. Leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten ursprünglich. Der grundhafte Ausbau der Straße sollte nicht erfolgen. Aus wieder finanziellen Engpässen und die Genossenschaft ist hier sozusagen in die Bresche gesprungen und hat der Stadt angeboten, indem unsere Genossenschaft die Straßenanliegerbeiträge vorab an die Stadt zahlt und somit die 75% der Kosten übernimmt. Rund 230.000 Euro investierte die Genossenschaft in den Straßenausbau. Alle Leitungen wurden im Sommer erneuert, die Hausanschlüsse neu verlegt. 23 Objekte entlang der Lukas-Kranach-Straße verfügen nun über moderne Medienanschlüsse. Der grundhafte Ausbau hängt ja vieles dran. Es sind die ganzen Hausanschlüsse zu erneuern, es sind Übergabeschächte zu setzen, es ist ein Trennsystem zwischen Schmutz- und Oberflächenwasser entstanden, es sind neue Wasser- und Gasleitungen durch die Stadtwerke verlegt worden, sodass sozusagen auf lange Sicht die Grundsicherung der Straße gewährleistet ist. Die Siedlung entlang der Lukas-Kranach-Straße wurde in den 1930er Jahren gebaut. Charakteristisch waren vor dem Straßenausbau die langen Heckenreihen. Diese konnten im Zuge der Witterung nicht neu gepflanzt werden. Eine Aufgabe, die für das kommende Jahr bleibt. Das ist nun sozusagen noch die Restmaßnahme für das Jahr 2012, dass im nächsten Jahr noch diese 2800 Heckenpflanzen hier gepflanzt werden, sodass die Kranachstraße dann wieder in alter Schönheit zu sehen ist. 8 Monate Straßenbau, Dreck und Lärm vor der Haustür, eine Baustelle im Hof. Es war keine leichte Zeit für die Genossenschaftsmitglieder an der Kranachstraße. Nicht selten wurden die Nerven auf eine harte Geduldsprobe gestellt, die jetzt ein schönes Ende hat. Jeder hat gehofft, dass so schnell wie möglich die Lukas-Kranach-Straße fertiggestellt wird, dass eine Normalität wieder einziehen kann. Und daraufhin haben eigentlich uns während der gesamten Bauphase die Mieter angesprochen. Wir haben die Mieter während der gesamten Bauphase ordentlich informiert über bestimmte Abläufe, bestimmte Einschränkungen, sodass unterm Strich eigentlich alle Beteiligten zufrieden sein konnten. Und großes Lob auch an die Baufirma, die wirklich auf die Mieter Rücksicht genommen hat, ohne Ende. Na dann, freie Fahrt auf der Lukas-Kranach-Straße in der Südvorstadt.